Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Going for Gold. Heute die vierte Episode, aber ihr seht, es ist ein bisschen was anders und zwar ist einfach hier das Ganze auf der PS4 heute und nicht auf der Xbox One. Meine PS4 ist angekommen, wer den Vlog könnt ihr noch nicht gesehen haben. Ich weiß nicht, ob ich das hier höher hochlade, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist jetzt meine PS4 da und ich möchte natürlich mit euch in Ultimate Team starten, denn ich habe ein paar andere Sets. Ich bekomme unter anderem Leih-Ikonen und so weiter und so fort und dementsprechend gucken wir uns das Ganze mal an. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung aus zu IG Vault. 6% Rabatt auf eure Coins, Fever Points, PSN und Microsoft Guthaben. Mit dem Code MAXGAMINGTV würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet und eventuell was kauft. Unterstützt mich damit großartig. Dazu meine Social Media Links, Instagram und Twitter in der Videobeschreibung. Unter anderem konntet ihr dafür die PS4-Karriere abstimmen. Und jetzt habe ich mich schon für den Verein entschieden. Das heißt, dieses Video wird es wahrscheinlich am Samstag das erste Mal geben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber seid auf jeden Fall gespannt. So, wir gehen in Ultimate Team rein. Gibt es noch irgendwas großartig zu erklären? Ich glaube nicht, doch, die Kamera ist anders. Ich habe ein bisschen rausgezoomt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Man sieht hier mein Mikrofon bzw. den Popschutz. Wenn das nicht okay ist, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich mache eben die Sicherheitsfrage und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir. Ich darf mir wieder mein Team auswählen, mit dem ich hier gleich starten werde. Ich bin diesmal nicht auf Frankreich aus. Ich überlege gerade, ob ich Brasilien, Argentinien oder Deutschland nehme. Wir sind deutsch. Ich nehme mal Deutschland. Es wäre Portugal vielleicht intelligenter gewesen. Ich habe keine Ahnung, was es überhaupt bringt, aber hier öffnet sich das erste Pack überhaupt und es wird welcher Spieler, der unser Starter-Squad bereichert, Serdar Tusky. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich werde übrigens beispielsweise, das kann ich euch ganz schon mal ankündigen, ich werde eine gewisse Zeit, warum habe ich keinen 96er bei Terodde? Naja, dieses Jahr nicht in England sein und zwar um Weihnachten rum, um den Dreh. Da werde ich mich in Deutschland aufhalten und dementsprechend wird es zu dieser Zeit bei mir auf dem Kanal keine Videos von der Xbox geben, weil ich da nur meine PS4 mitnehmen werde, weil die vom Gewicht her in Ordnung ist, sodass ich sage, ja, passt schon, die kann ich mitnehmen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also ich denke schon, dass es in Ordnung sein sollte. Das sollte eigentlich kein großes Problem darstellen. Ist ja auch sowieso meine Entscheidung. Aber dementsprechend wird es dann den Karrieremodus mit welchem Team auch immer, werdet ihr dann ja sehen, geben. Dazu wird es, was, ich soll denn, achso, ich darf wieder ein Leihspiel aussuchen. Dazu wird es eventuell The Journey geben und eventuell ein bisschen was von der PS4, was, ein bisschen was von der PS4, ah, okay, ein bisschen was von der PS4, was halt eben Ultimate Team angeht. Aber das werdet ihr dann sehen. So, El Montari möchte ich nicht austauschen, wen möchte ich denn austauschen? Ich tausche diesen koreanischen Keeper hier aus. Jakobsen will ihn nicht austauschen, weil er kommt von Färöerinseln und das ist schon sehr selten. So, wen haben wir denn hier? Modric, Iniesta, Thiago, Verratti und so weiter und so fort. Wir nehmen Thiago, weil, ja, Bundesliga, ich habe deutsche Spieler und allgemein ist Thiago halt ziemlich nice. So, diesmal habe ich nicht das Xbox-Trikot, leider Gottes. Wir haben das der Wanderers, das gar nicht so schön aussieht, der Jaguares oder Jaguares. Mechelen sieht auch nicht so scheiße aus. Florenz ist halt ganz in lila. Gott, sieht das kacke aus von Lokomotiv. Blau-Gelb fällt komplett raus. Ich glaube, ich nehme das von Mechelen. Das sieht nämlich ganz cool aus mit den schwarzen Hosen, dieser Übergang. Ja, das nehmen wir. Als Heimtrikot und Auswärtstrikot wird das von Schalke, weil das finde ich... Ja, wobei, das sieht auch nicht... Das sieht scheiße aus. Das ist auch nicht schlecht. Ha. Oder das. Das sieht auch nicht schlecht aus. Aber wir nehmen mal Schalke, weil das habe ich ja auch hochgelistet. Hier das Logo, ja, Sporting, Fanfreundschaft mit Hannover 96. Ich hätte normalerweise Köln genommen, aber Sporting ist halt Sporting. Ja, Thiago ist der erste Spieler, das ist der Vereinsüberblick. Gut, wir haben schon mal die erste Belohnung hier. Sowas interessiert mich eigentlich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich weiß halt, dass ich noch, ich will auch keine Partie spielen. Ich weiß halt, dass ich noch viel mehr habe, Packs und so weiter und so fort. Und zwar 4 Stück. Hoho, Wahnsinn. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. An sich, Ultimate Team, wir müssen hier nicht großartig rumschauen. Ja, also ich weiß nicht, wie viel ich hier auf der PS4 machen werde. Es kommt auf die Sets an und so weiter und so fort. Jetzt am Anfang werde ich schon ein bisschen spielen, ganz klar. Aber ich habe mir jetzt auch echt mal was ertradet und so weiter und so fort. Von daher, so viel wird es nicht werden. Aber ja, mal schauen, was hier so draus wird. Und werden wir dann sehen. Auf jeden Fall erstmal in den Shop. Und dann gucken wir uns an, was denn so aus unseren Sets rauskommen wird. Wir haben ein Cristiano Ronaldo Leihset. Wer da wohl drin sein wird. Wir haben 3 Icons als Leihset, wir haben ein seltenes Spieler-Set und wir haben ein Jumbo Premium Gold-Set. Hilfe. Wir fangen an mit denen, wo es klar ist, was drin ist. Und zwar das Cristiano Ronaldo Leihset. Erstmal muss ich mich aber noch um meine 8 ja, wieder Artisten-Trikots kümmern, die ich alle 8 nicht so geil finde dieses Jahr. Habe ich aber auch schon gesagt. So, jetzt aber Cristiano Ronaldo Leihset. Oh Gott, wer wird es werden? Könnte es. Krass. Ich glaube, das... Oh Gott, das könnte ja ein Walkout werden. Die LEDs sind da.
Linker Flügel Portugal. Cristiano Ronaldo, ich fasse es nicht. Das ist ja unglaublich. Es gibt gar keine Walkouts dieses Jahr, kann das sein? Also das ist, also quasi LED ist Walkout, oder? Da liege ich da falsch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt Cristiano Ronaldo. Hey, super. Und dazu werden wir gleich drei Ikonen haben. Und das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich nice. Ich bin sehr gespannt, wer das werden wird. Es gibt ja viele. Ich hoffe, es ist ein hochbewerteter oder ein Spieler, den ich mag. Ja. Also die Sternschnuppe sieht auf jeden Fall geil aus. Italiener ist der beste zumindest. Mittelstürmer Del Piero. Angenehm. Angenehm, angenehm. Del Piero finde ich gut. Wen haben wir noch? Michael Owen, das ist auch nicht so schlecht. Und Deco, ja gut, Deco ist nicht so geil. Aber Michael Owen ist auch geil. Mal sehen, was man da für ein Team bauen werde. Aber das finde ich schon mal sehr, sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir. Ja, die drei nehmen wir mit. Ich werde natürlich auch ein Spiel machen mit einem alten Team. Das mache ich auch noch in diesem Video. Das Video könnte also ein bisschen länger werden. Erstmal Jumbo Premium Gold Set. Mal sehen, was hierbei rauskommt. Ich habe ja keine Sets gekauft bisher. Weiß noch nicht, ob ich das machen werde. Aber vielleicht haben wir hier ja was Gutes drin. Nein, auf jeden Fall keine LEDs, aber... Ah, Fajer, schade. Ich dachte kurz, es wäre Matic. Ich weiß nicht, ab welchem Rating die LEDs kommen. Keine Ahnung. Aber Fajer ist auch gar nicht so schlecht. Aquino, Zinchenko, das ist auch nicht so kacke. Olsen, auf jeden Fall ein paar Premier League-Spieler, was ganz schön ist. Dazu noch Bismann aus der Bundesliga. Das hilft auf jeden Fall. Loot haben wir da als Torwart dabei. Ein paar Verträge, eine Team-Fitness auch sehr, sehr schön. Kann man so machen. Das Set wird jetzt aber großartiger. Mal sehen, ob es irgendwas bringt. Mal sehen, ob wir irgendwas Krasses da drin haben sollten. Ich glaube natürlich wieder nicht. Ich kann auch die Sternschnuppen nicht beurteilen. Oh, wir haben LEDs. Oh, Gottes Willen, Alter. Ab 83 gibt es anscheinend LEDs. Alter. Wie viele portugiesische Flügelspieler gibt es, die LEDs haben? Oh mein Gott. Hätte ich jetzt Ronaldo gezogen auf der PS4, überlegt mal. Ach, das war ein 50k-Set, okay. Ben Arfa ist auch nicht so scheiße. Rafinha, Damian, kann auch jemand mitarbeiten. Alter Schwede, ey, schock mich komplett. Ich guck mal kurz nach. Ist das bitter? Ist das bitter? Es gibt zwei portugiesische linke Flügelspieler. Ah, stell dir mal vor, ich hätte Ronaldo jetzt auch noch richtig gezogen. Wie heftig wäre das gewesen? Hilfe. Naja, egal. Ich werde auf jeden Fall mal ein Spielchen machen. Jetzt eins zum Start hier von FIFA 18 Ultimate Team auf der PS4 mit diesem Team hier. Ja, Ronaldo, Owen, Del Piero, Deco. Mal sehen, vielleicht wird das ja ganz gut. Ich gehe auch, glaube ich, gleich in Foot Champions. Ne, ich kann nicht in Foot Champions gehen, oder? Also, das wäre jetzt komisch. Ja, genau. Ja. Online-Saison dementsprechend. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Champions kann ich dieses Wochenende eh nicht spielen, weil ich bin nicht hier. Das wäre ein richtig schönes erstes Tor gewesen von Del Piero hier. Owen ist nicht der kopfballstärkste Spieler der Welt. Ich finde es komisch, den Controller so zu spielen. Also ich habe kein großes Problem mit der Stickbelegung, was ich eigentlich gedacht hätte, dass der linke Stick halt unten ist und nicht oben. Das habe ich mir jetzt gerade relativ schnell dran gewöhnt. Ist ja auch nicht so, dass ich noch nie PS4 gespielt hätte. Ich habe nur halt keine selber gehabt. Jetzt habe ich eine. Was mich mehr verwirrt, oh, das war ganz schlecht. Was mich mehr verwirrt oder was mich mehr abfuckt, ist, dass man den linken Button so weit reindrücken muss. Und dass die Spieler so scheiße wechseln. Weil auf der PS4, auf der Xbox ist das ja so ein Knopf, einfach nur so ein Druckknopf. Und hier ist es halt so eine richtige Taste. Und das ist ein bisschen nervig. Owen auf Del Piero, das erste Tor bei mir in FIFA 18 Ultimate Team auf der PS4, schießt Alessandro Del Piero, die höchst bewertete Icon in unserem ersten Icon-Set. Sehr, sehr schöner Pass auf jeden Fall von Owen, guter Abschluss von Del Piero und die Führung. Es wäre natürlich schön, wenn ich mein erstes Spiel gewinnen würde. Ja gut, so schnell kann es dann gehen. Das war ein sehr, sehr schneller Ausgleich und sehr, sehr schlecht verteidigt. Ja, gut. Dann geht jetzt halt los. Oh, Hilfe, ist das schlecht verteidigt. Ich kann nichts machen, die sind so hüftsteif. Das ist, oh Gott. Ja, alles klar. Ach komm, das ist doch witzlos. Schön auf der Linie geklärt. Aber das ist doch, Pace ist so overpowered dieses Jahr. Es ist unglaublich. Das Ding ist, er kann halt gerade kontern und steht defensiv extrem stabil. Ich kann nichts machen.
Jetzt vielleicht mal mit Del Piero. Hm. Ja, vielleicht. Vielleicht mit Del. Ja, genau, alles klar. Jetzt die Chance. Cristiano Ronaldo! 3:2. Ja, immerhin. Schön gemacht von Malcolm, guter Doppelpass vorher. Aber auch da sieht man halt gerade wieder, Pace ist OP dieses Jahr und zwar as fuck. Ronaldo am Ball, Cristiano Ronaldo. Klasse! Jetzt vielleicht. Ja, Michael Owen. Auch da, Pace ist OP. As fuck. Was? Super gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex. Wie man so schlecht verteidigen kann. Sich hin. Jetzt könnte es gefährlich werden. Oder jetzt vielleicht. Doch. Oh. Michael Owen an die Latte. Cristiano Ronaldo mit der Flanke. Bei mir steht der Verteidiger komischerweise richtig beim Kopfball. Obwohl es Michael Owen ist und nicht so eine Bratwurst da. Und jetzt die Chance. Ach komm. Ja, okay. Also wenn er den nicht hält, dann weiß ich auch nicht. Schöner Pass. Gefährlich. Ich stehe nicht mal irgendwie, ich habe nicht mal irgendwie gesagt offensiv oder irgendwas. Die stehen einfach offen. Das ist gut, ich habe auch keine Chemie hinten. Ne? Dazu sagen, aber nichtsdestotrotz ist das sehr, sehr ernüchternd, dieses erste Spiel auf PS4. Das könnte die Chance werden. Und jetzt die Chance. Hey, 4:6. Aber das zeigt alleine schon. 4:6. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Toller Pass. Jetzt vielleicht. Gott! Ey, ich weiß nicht, was ich sage. Das kann man halt nicht nur damit rechtfertigen, dass ich defensiv schlecht spiele. Was ich ja nicht. Möchte ich ja nichts gegen sagen, aber. Allein das, was mein Torwart da. Gut, der hat auch keine Chemie und hat nur 75, aber. Trotzdem, ich meine, guckt euch das. Ja, toll, die ganze Wiederholung wird natürlich nicht gezeigt, wie das Tor entstanden ist. Also ich finde, meine Tore sind spielerisch deutlich besser als seine, die einfach nur auf Pace und auf Doppelpässen und auf meiner unfassbar schlechten Defensive beruhen. Ich meine, wir werden jetzt einfach mal uns an... Ich weiß nicht, wie lange dieses Video jetzt schon wird. Wenn er jetzt nach vorne kommt... Guck mal, wie er spielt. Ja, gut. Schlechtes Beispiel. Gut, 6:7. Also die schöneren Tore, sind wir uns, glaube ich, einig, mache ich. Bringt mir halt nur nichts, weil... Wieso heißt ich eigentlich Verona AS? Dagegen kann man, guck mal, dagegen kann man nichts machen. Weil die Spieler so langsam sind und so schlecht verteidigen und so schlecht stehen grundsätzlich. Und ich komme dann halt, oh Gott, ja genau, ich habe nicht nach außen gedrückt. Nein, auf keinen Fall. Immerhin. Weil die Spieler halt auch so schlecht stehen, ich komme auch nicht in den Zweikampf mehr rein oder sowas, weil dafür sind sie dann auch nicht schnell genug. Ist halt so. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Oh nein, das gibt's doch nicht. Wenn du so ein Ding in der 90. Minute... Ja, und dann nimm den Ball nicht an. Alter. Das Spiel musste ich verlieren. Das war der eindeutige Beweis dafür. Gut, ein überragender Start in meiner FIFA 18 Ultimate Team Karriere auf der PS4. Ich bin vollkommen begeistert und freue mich, dass es in Zukunft hoffentlich genauso weitergeht. Ja, also... Es geht besser, natürlich gerade defensiv, aber ich denke, ich habe jetzt ja viel Zeit und ich werde bestimmt viel Ultimate Team zocken, auch wenn ich jetzt erstmal auf Karrieremodus vielleicht gehen werde und dann wird schon irgendwas Vernünftiges bei rumkommen, früher oder später. Von daher, ja, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Wie bitter findet ihr es, dass ich eben nicht Cristiano Ronaldo doppelt gezogen habe, sondern dass es leider Gottes im Endeffekt dann nur Nani geworden ist in diesem LED-Spieler-Set und ja, allgemein, was sind eure ersten Eindrücke von der Icon-Version? Habt ihr mehr Glück gehabt in euren Sets? Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt dazu und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.